Wir brauchen ihn. Aber hat hier Zerrung oder sonst schon mal kein Fußgericht oder sonst ein Fahrrad oder was auch da geht oder wie. Nie, gar nie. Er hat so noch morgen mal vom Rückgrat, aber heute war er nur tot. Mein Rückgrat kostet so viel, weil er für die Leukoke bin und da ist noch kein Lohnvertrag. Ja, das ist der erste von drei Läufen nochmal über 300 Meter Hürden. Das ist ein Jugendlauf für die Jugendlichen. Geht es ja darum, sich für die JWM in Eugene in den USA zu qualifizieren oder eben auch bei den deutschen Meisterschaften in Wattenscheid gut auszusehen. Wir dürfen schon mal reinklatschen hier und schon mal anfangen für das, was im Hauptprogramm dann passiert. Und wir schauen auf die Hürdenüberquerung auf der Bahn 4. Yannick Freers, VfL Sindelfingen am besten dabei. Dahinter Pascal Unbehauen. Und letzte Hürde nochmal für Yannick Freers aus Sindelfingen. Der gewinnt das hier souverän, inoffiziell 38,6.